Wir starten mit einem sehr aktuellen Thema. Hausdurchsuchungen heute Morgen bei einigen sogenannten Klimaaktivisten der Gruppe Letzte Generation. Nach ihren eigenen Angaben wurde seit 5 Uhr morgens insgesamt in 11 Wohnungen Durchsuchungen durchgeführt. Ihnen wurde vorgeworfen oder werde vorgeworfen, eine kriminelle Vereinigung zu bilden. Bei diesen Durchsuchungen seien neben elektronischen Geräten wie Laptops und Handys auch Plakate beschlagnahmt worden. Die Staatsanwaltschaft Neuruppin hat die Durchsuchungen an 11 Orten bestätigt, und zwar in mehreren Bundesländern, darunter Brandenburg und München.